Wir sind Gefundene. Du kannst zu uns stoßen. Tritt endlich aus Dunkelheit und Schatten heraus. Wir sind frei. Der Weg ist unser. Wir sind ein Geist. Jemand. Huh.
Der Generator hat keinen Sprit. Immer das Gleiche. Ich weiß, du bist kaputt im Kopf und ich und Busa haben dazu beigetragen. Diesen Mist kann ich jetzt nicht mehr ändern.
Gutes Timing. Fertig. Das sollte reichen. Kaputt. Na dann. Verdammte Scheiße, das wird sie alle zu mir locken. Ja, jetzt sind wir im Geschäft. Was haben wir denn so? Ah,
einen Neuroinjektor. Genau das, was ich brauche. Das Wetter macht mir ganz schön zu schaffen. Was ist los mit dir? Du kennst deinen Weg über den Thielsenpass. Du hast mal gesagt... Ich sagte gar nichts. Geh weg, ich kann nicht helfen. Ach, komm schon, Dick. Zeichne einfach eine Karte. Nach allem, was du getan hast? Nach allem, was ich... Und was hast du getan, alter Mann? Ha? Sherman's Camp, was du getan hast? Hey, lass mich in Ruhe! Was, wenn? Wenn du es zurücknehmen könntest, es in Ordnung bringen. Als ich Sarah zum Heli gebracht hatte, war ich erleichtert. Wie krank ist das? Ha? Ich war erleichtert. Mike, damit musste ich leben. Und jetzt jagst du Geister. Du glaubst, deine Frau zu finden, falls sie noch lebt. Bringt irgendwas in Ordnung und heilt dich. Ich weiß nicht, aber ich versuch's. Na gut. Wenn ich das tue, was du willst, dir den Weg über den Pass zeige, kommst du nicht zurück. Okay, versprich es mir. Du kommst nicht zurück. Alles klar. Oh, Scheiße. Jetzt muss ich mit Usa reden.
paar Rippern in die Hosen scheißen. Okay, und was willst du tun in den Süden? Die Straße ist voll Schnee und Eis, hier. Na, Deacon, ich freue mich. Leah, gut siehst du heute aus. Ja. Yep, sehr schön. Yep. Hey, komm mal öfter vorbei. Jo, wie geht's dir, Mann? Joseph, der weltbeste Beutehändler. Hey, Dick, sei vorsichtig da draußen. Ach du Scheiße. Letzten Winter, oben am Farewell Ridge, wir sahen die Freaks. Tausende, Tausende, zu viele, um zu zählen. Ja, ich erinnere mich. Und ich dachte nur, wir alle, Männer, Frauen und Kinder, sind jetzt heimatlos. Sind verdammte Flüchtlinge. Die Welt gehört jetzt Ihnen. Wir werden überleben. Ja, das schaffen wir ganz gut. Aber das ist kein Leben. So wie Jack, wie man sagte, scheißegal, zu welchem Ziel du unterwegs bist, aber du musst immer wissen, wo dein Zuhause ist. Tja, wir haben nie drüber geredet, warum wir die Kutten noch trugen. Trotz dieser ganzen Freakshow, also als sowas schon lange keine Bedeutung mehr hatte. Ja, Gewohnheit, glaube ich. Die letzten beiden Mongrels, Farewell-Originale. Die Biker Boys, die übelsten Drifter auf der Broken Road. Verdammt richtig. Ja, ich schätze, wir waren sowas wie eine Marke. Wir waren ja vieles, aber bestimmt keine Marke. Als wir Farewell verließen, ohne Sarah, ohne Jack, ohne alles. Da wusste ich, dass wir alles hinter uns lassen würden. Alles, was wichtig war, war weg. Nur das nicht. Du fährst wieder allein los, hm? Ja, das werde ich wohl. Komm her, Jack. Geh rein. Na los. Wenn sie da draußen ist, findest du sie. Deke, bist du fertig? Ja, Mike. Ich bin bereit. In Ordnung. Triff mich am Tor. Es dauert nicht lange, dann bin ich da. Und lass mich gar nicht warten. Mike, Ende. Ja, klar, Mike. Ganz wie du meinst. Hey. Big Mike bringt dich also über den Pass? Ja. Glaubst du wirklich, sie lebt noch? Milliarden Menschen sind tot, aber sie hat es geschafft? Hey, wir doch auch, oder nicht? Wenn ich jetzt aufgebe, wenn ich das nicht tue, Himmel, dann ende ich am Ende noch wie... So wie wir, ja? Wie Iron Mike, wie Boozer? Du nennst uns Camper, ja? Fahr los und finde deine Frau. Du weißt, wo du mich findest.
Hey, weißt du, was ich glaube, Deacon? Ich glaube, dass du hast Angst, hier zu sein. Du hast Angst, ein Teil von etwas zu sein. Wir brauchen dich und das macht dir höllische Angst. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Bereit? Ja, sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Ich folge dir. Jack. Er hatte den Club fest in der Hand, klar. Ihr habt schon ordentlich auf den Putz gehauen damals. Aber ich glaube nicht, dass ihr gemordet habt. Nicht kaltblütig. Es ist kein Mord, wenn sie zuerst schießen. Voll mit hysterischen Müttern, saufenden Vätern und rotznassigen Kindern.